Eine Folge First Feudal nehme ich heute noch auf. Dann vielleicht noch etwas anderes. Mal schauen. Auf jeden Fall. Werden hier Bäume gefällt. Ich schaue denen jetzt mal ganz entspannt zu. Wir haben Winter, keine Eile. Boah, so eine Stahlaxt. Das glaubt man ja nicht. Der läuft mit einer Stahlaxt rum. Dieser Glückspilz. Was passiert jetzt, wenn der Baum gefällt ist? Und warum hast du kein Holz im Inventar? Händlerkarawane. Ja, zeig mal, was du für Ressourcen hast. Werden immer noch Lebensmittel schlecht, verdammt. Wo ist er hin? Er hat sich hingelegt. Es kommt wieder ein bisschen Ton rein, anscheinend. Das ist gut. Okay. Machst du jetzt an dem Baum weiter? Ja. Gut, dann gucken wir Alan Elder doch mal weiter zu. Jetzt erntet der erst Holz dabei? Aber warum eben noch nicht? Unter was für Effekten leidest du denn? Erwärmt. Bisschen glücklicher und gut ausgeruht. Was kannst du so? Du bist fleißig. Er ist ein Ritter. Oh, was ist das? Sumpf. Was machst du im Sumpf? Was zur Hölle? Jetzt geht er hier raus, erfriert gleich, weil er hier einen verdammten Baum fällen will, ne? Ich krieg die Krise mit dieser mit diesen Leuten. Mitten im Winter, wenn der uns jetzt erfriert, dann muss ich leider ausrasten. So, ja, die Lebensmittel sind jetzt leider verdorben. Ich habe nicht das Gefühl, dass Weizen verkauft wird. Ich will das mal ein bisschen genauer testen. Das hier geht alles raus. Zinnbarren hat er. Wo ist denn unser zweiter Händler? Das ist Alan Rickman. Und unser zweiter Händler bist du. Wo treibst du dich so? Warum arbeitest du als Bergarbeiter? Das verstehe ich nicht. Weil er wird als Händler benötigt. Es ist hier doch Weizen über. Wobei 52 Stunden von 285, das sind summa rum ein Sechstel und ein Sechstel sind 15% grob. Das heißt, hier muss die, wenn ich das jetzt mal auf 20% mache, jetzt verliert, nee, das ist Alan Rickman. Aber er holt jetzt den Weizen, richtig? Ja, okay. Das heißt, die Frische war einfach zu niedrig. Okay. Dann kommt hier auch wieder der Kürbis hinzu. Die Weintrauben. Honig. Und rohes Fleisch. Und das mache ich mal auf
15%, ja. Gut. Dann ist der Händler vielleicht doch gar nicht so überfordert. Das Angebot kann hier raus. Hier gehe ich auch mal auf. Na, wobei, gerade im Winter sollte es noch so bleiben. Wie lange haben wir noch Winter? Noch ein Tag und 7 Stunden. Das hier ist gebaut. Dann würde ich glatt gern hier noch damit die Bewohner nicht mehr ungefragt hinauskommen und hier im wilden, kalten Land Bäume fällen. So, ja, fehlt ein bisschen Ton. Wie steht es um unseren Tonvorrat? 0. Hupala. Ach ja, ein Händler ist in der Stadt. Erzähl mal, was hast denn du so mit? Ja gut, 10 Ton sind jetzt nicht so der Renner. Ja, danke. Lass mal sein. So, ich bräuchte noch ein bisschen Stahl, Leute. Könnte ja noch ein bisschen mehr. Wobei, ich habe genügend Holzkohle. 255 schon. Aber für alles andere brauche ich Stahl. Das ist. Oh, der Eisenbruch. Bringt der auch? Nur wenn man den baut, glaube ich, ne? Warum arbeitest du? Okay, okay, nee, alles gut. Was? Die sind aber schnell fertig. So, ich hoffe mal, es sind. Nein, es sind natürlich nicht alle in der Stadt. Gut, wenn der drin ist, mache ich das Tor zu und dann ist hier Ende. Dann geht keiner mehr raus. Hoffentlich. Mein lieber Bruce Willis. Weißt du, wir haben so einen schönen Staatsforst angebaut. Ist Holz schon wieder leer? Ach, weil ich gerade so, ja, die Dings gebaut habe. Genau, geh mal schön zurück. Zack, fertig. Ihr bleibt jetzt alle drin. Das geht so nicht. Zu eurem Wohl sperre ich euch hier ein. Da habe ich Steinbohnen drunter gemacht. Gut, macht nichts. Doch ja, das wird schon schön. Ich denke mal, hier kommen mitunter auch ein paar schöne Betten rein, Blumen, ein Elfenbeinthron und. Aber die Dachkarte ist eher magerer Natur. Was war das andere? Lichtbereich? Okay. Sehr schön, der Händler ist noch da. Ressourcenlimit erreicht. Ja, dann gehe ich hier doch einfach mal höher. Und auch hier, den Rest verkaufen wir dann einfach. Ich meine, bevor wir hier jetzt
zu nicht mehr produzieren und die Tiere sich immer weiter fortpflanzen, wäre es ja sinnig, wenn da ein paar mehr sind. Haustiere sind nicht weniger als ja eigentlich. Fehlt mir da ein Bulle und ein Bock. Ein Bade ist im Dorf. Was machen wir? Belohnen Sie ihn großzügig. Für einen Tag erhöht sich die Ankunftsgeschwindigkeit Einwohner. Für einen Tag erhöht sich die Ankunftsgeschwindigkeit Einwohner. Für einen Tag verringert sich die Ankunftsgeschwindigkeit. 10%, 30%. Ich glaube, wir rauben ihn einfach mal aus. Wer hier sich so einfach ungefragt aufdrängt. So. Jetzt würde mich ja mal interessieren, der Holzfäller. Wo treibt der sich denn so rum? Der möchte hier keine Bäume fällen, ne? Aber die werden anscheinend nachgepflanzt. Das heißt, wir sollten jetzt mitunter einen kleinen Setzlingsüberschuss vielleicht aufgebaut haben. 66 Stück. Das heißt, noch mehr Bäume. Noch mehr Bäume. Wir werden hier eine kleine Selbstversorger-Insel. Wir nehmen nichts mehr von außerhalb an. Oh nein, jetzt bin ich... Na gut, macht nichts. Das allerdings schon. Mehr Bäume in der Stadt. Sehr schön. Gut, gut. Ja, das kann gerade nicht gemacht werden. Das ist okay. Keine Aufgabe verfügbar. Ja, hier kommt schon bald Holz rein. Du gehst mir im Winter nicht raus vor die Tür. Und im Sommer nicht, weil da die Bären und Wölfe kommen. So, leider fehlt... Oh, es wird Stahl hergestellt. Nee, aber der glüht doch. Ist wieder Stahl im Inventar? Zinn, Eisen. 5 Stahlbarren sind da. Da kann doch bestimmt was Schönes gebaut werden. Oh, hier ist aber reichlich Eisenerz. Ich glaube, ich brauche noch einen neuen Ofen. Eigentlich könnten die Kisten hier ja weg, dass hier aufs Eck noch einer hinkommt. Dann würden die beiden wieder Eisen machen. Was kostet denn so ein Ofen? Ja, wie groß ist der? Der ist schon ein bisschen mächtig. Ich könnte ja... Das kommt mal hier hin. Die kommt dahin. Und jetzt kommt der das
alles ein bisschen eng. Das ist nicht so dekorativ, wie ich es gerne hätte. Muss man jetzt aber einmal mit leben. Die Kiste kommt dann hier hin. Hoppala. Dahin. Und die kommt dahin. So, das bitte mit bisschen erhöhter Priorität bauen. Und dann produzieren die beiden hier wieder Eisen. Und hier wird Stahl hergestellt. Und dann kommt die doch hier hin. Lagerfilter. Holzkohle. Speichern. Ja. Die hat Priorität Max. Lagerfilter. Alles verbieten. Speichern. Gut. Du gehst auf Max. Sehr schön, das klappt. Komme ich da ran? Nein, natürlich nicht. Er steht hier rum. Ja, ein bisschen Ton in der Hosentasche, das ist gut. Du bist wieder Gruppe 1. Du bist bitte Gruppe 2. Das wird gelöscht. Und du kriegst wieder den Auftrag. Voilà. 200 Stahlbarren herzustellen. Leider besitzen wir nicht genügend Eisen. Du hast eine bisschen erhöhte Priorität. Ich möchte nämlich gerne endlich das hier abschließen und wir kommen hier einfach nicht weiter. Aber ich denke mal, dass das Eisen immer wegproduziert werden wird und nie dort ankommt. Laufen die beiden jetzt oder? Ich hole mir mal kurz Baumstämme. Ich habe nämlich das Gefühl, keiner schmeißt die an. Das ist der falsche für Baumstämme. Es gibt keinen. Ja, ich lasse den Holzfäller ja noch vor die Tür. Ach, verdammt. Verdammt. Ich weiß auch immer noch nicht, was stimmt denn hier mit den Suppenschüsseln nicht. 20 Stück sollen gemacht werden. Hier ist kein zweiter Auftrag. Nein. Die stehen da alle doof rum. Was ist denn euer Problem? Ihr seid Landwirte, Träger, Schäfer, Landwirt, Träger und Handwerker haben auch nichts zu tun. Dann wirst du hier mal Holzfäller. L. Band I darf auch Bäume fällen. Wir brauchen... Was kostet uns so Holz? $54.
Okay, der totale Preis bleibt gleich. Das heißt, das hat keinerlei Auswirkungen. Würde mich auch wundern, aber manchmal weiß man ja nicht. Gut. Das heißt, es fehlt an Baumstämmen. Ja, natürlich, das hier braucht auch alles Holz, ne? Baumstämme, ja. Zumindest die hier. Ja, ich muss sagen, die letzte Folge hatte ein bisschen Überlänge. Die hier wird, glaube ich, ein bisschen kürzer. Das mag daran liegen, dass ich jetzt heute 6 Folgen, glaube ich, aufgenommen habe. Wie ich in einer der ersten Folgen des heutigen Tages sagte, auch eigentlich seit 6 wach bin. Und ja, so langsam merke ich, wie ich müde werde und es fällt mir ein bisschen schwerer, das Denken, das Reden, das vernünftig Sachen hier machen. Und ja, bevor das völlig Banane wird, denke ich, wird das eine 20-Minuten-Folge. Und dann mache ich demnächst einfach frisch motiviert weiter. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich, dass du auch die 50. Folge. Tatsächlich 50 Folgen hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass ich hiervon so viele mache. Besonders weil First Feudal ja ein bisschen aussetzte, weil es hat wie alles andere auch keiner geguckt, aber mittlerweile ist es für meine Verhältnisse das beliebteste Let's Play. Und insofern macht es natürlich auch Spaß, das aufzunehmen, zu schneiden, weil man auch weiß, dass sich das wer anschaut. Die anderen möchte ich demnächst auch weitermachen, aber hier lege ich natürlich meinen Fokus drauf. Weil ich arbeite ja auch Vollzeit und bin zeitlich manchmal ein bisschen knapp und da muss man natürlich sehen, wie man das Ganze macht. Und daher ist das natürlich mein bevorzugtes Let's Play, weil da habt ihr mehr Spaß dran, da habe ich mehr Spaß dran. Und insofern, ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!